Hallo liebe Leute, ich begrüße euch hier heute zu einer Wanderung und zwar habe ich mich auf den Weg gemacht in das Europagolddorf Bruchhausen im Hochsauerlandkreis. Und da hinten sind die Bruchhausener Steine. Aus Vulkanstein bestehen die und ich mache mich auf eine kleine Runde, das sind so 13 Kilometer, komme dann nachher bei diesen Steinen, bei den Bruchhausener Steinen an. Vielleicht kann man da sogar draufklettern, weiß ich nicht. Der Hannes. Dieses Europagolddorf wirbt ja mit ausgezeichneten Premium-Wanderwegen. Und wie man hier schon sehen kann, ist das bestimmt auch was für Familien mit Kindern, wo man sogar jetzt hier diese Hüpfspiele auf die Straße gemalt hat. Und auch überall am Wegesrand hier Erklärungen stehen zu den Tieren, die hier einheimisch sind. Finde ich ganz abwechslungsreich. Ist gut gemacht. Ich merke, dass ich hier heute Morgen schon wieder so ein Dauergrinsen im Gesicht habe. Ist einfach herrlich. Ich war noch nie hier, Bruchhausener Steine. Habe die beim Vorbeifahren schon mal öfter gesehen. Und immer schon gedacht, da musst du mal hin. Radtour bietet sich hier nicht zwingend an. Wegen den Steigungen, die hier sind. Und auch wegen den Eindrücken, wie ich finde. Das kann man besser erfahren, indem man es erläuft. Die Heimkehrer Friedenskapelle. Die ganzen Orte bringt man hier in Erinnerung, an denen dann wohl die Männer hier aus dem Ort im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Und auch hier gibt es dann auf dem Wanderweg Erklärungen dazu. Ich will es auch direkt mal ausprobieren hier. Den QR-Code scannen und dann schauen wir mal. Olsberg-Touristik, ja, kein Netz. Das kann man aber nicht der Region hier vorwerfen. Das kann man nur mir vorwerfen, weil ich halt den ungünstigen Netzanbieter habe. Gespart am falschen Ende. Und hier auf dem Kreuzweg geht es jetzt wieder runter. So, offensichtlich befinde ich mich gerade abseits vom Premium-Wanderweg hier. Vom Europagolddorf Bruchhausen Premium Wanderweg.
Denn hier, ja, hier hat die Botanik zugeschlagen. Da war mein Buschmesser gar nicht dabei. Eieieiei. Darf ich nachher Zecken suchen in der Beine? Die Strecke, die ich hier heute wandere, habe ich bei Komoot gefunden und ich möchte derjenigen oder demjenigen, die die Strecke dort eingestellt haben, schon mal herzlichen Dank sagen. Ist wirklich wunderbar, ihr seht es ja selber. Eine herrliche Landschaft. Was will man mehr? Der Spobo freut sich. Zum Wassertretbecken. Ich denke, das soll dann wohl hier sein. Aber richtig Wasser ist da wohl nicht gerade. Und wie immer bei mir verlinke ich die Strecke hier unten in die Videobeschreibung für alle die, die mal gucken wollen, wo ich hier war oder die das auch mal unternehmen möchten. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, die nette Dame in meinem Handy sagt, folge dem Weg 70 Meter. Ich frage mich nur, welchen Weg meint sie? Das ist ja eher ein Pfad. Jo. Ja, das sieht schon deutlich angenehmer zu wandern aus. Ich bin jetzt hier am Wanderportal Feuereiche. Die Feuereiche zeige ich euch gleich mal. Die steht nämlich da vorne. Und die schauen wir uns jetzt mal an.
Die freie Auswahl an Wanderwegen, Wanderzielen. Und ich gehe jetzt rechts hier Richtung Bruchhausen, Bruchhausener Steine. Genau. Das ist ja heute sozusagen auch die Feuertaufe für meine neuen Wanderschuhe. Wenn man sich den Untergrund hier anguckt, habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Dass ich mir nicht irgendwie, um Gewicht an den Füßen zu sparen, Laufschuhe geholt habe mit einer dünnen Sohle, die nichts wiegt, wo man die Füße leicht hochbekommt. Aber das sind halt richtige Wanderschuhe hier. Und gerade bei diesem steinigen Untergrund ist das doch wirklich zu merken, dass ich halt nichts merke, dass ich darüber laufen kann. Ohne dass ich jeden Stein merke. Tippitoppi. Ja, liebe Leute, weit kann es jetzt nicht mehr sein. Da bin ich zumindest schon mal an den Bruchhausener Stein angekommen. Und da bin ich mal gespannt, ob es mir irgendwie gelingt oder ob es da sogar einen richtigen Weg drauf geht, um ganz nach oben zu kommen, zum Gipfelkreuz. Irgendwie hat es ja da aufgestellt, also muss man da ja auch hinkommen können. Es gab hier vor 20 Jahren archäologische Grabung und da hat man halt versucht, Reste von diesen Wallbefestigungen hier zu finden. Sie haben hier so ein Durchguckding aufgestellt und die Kamera davor, da sieht man halt den Ausblick, wie das mit dem Wall ausgesehen haben muss hier. Und dieser Ringwall stammt wohl aus der vorrömischen Eisenzeit, also ca. 700 vor Christus. Sprich, das Ding wird bald 3000 Jahre alt. Und hier ein Stück Originalburgwall, den man dann freigelegt hat. Ja, schon beeindruckend. Man damals schon so gemacht hat. Das ist ja noch richtig lehrreich heute hier für mich und vielleicht für den einen oder anderen von euch ja auch. So archäologische Grabungsstellen interessiert mich ja auch immer wie Bolle. Ich bin ja leicht zu begeistern, wie gesagt. Hat der ein oder andere von euch auch schon mitbekommen. Und das finde ich ja toll, ne? Wenn man wandern geht, schöne Landschaft sehen möchte und dann auch sowas findet. Das passiert mir natürlich auch nur, weil ich mich nie richtig vorbereite, sonst wüsste ich ja, dass es sowas hier gibt. Ne? Aber als Überraschung finde ich es immer noch viel spannender. Das ist schon eine ziemlich beeindruckende Aufsicht. Bis hinter das Sauerland. Schön.
Ja, liebe Leute, ich habe also jetzt beschlossen, mich waghalsig, um schöne Aufnahmen für euch zu bekommen, in Richtung Gipfelkreuz zu bewegen. Zum Glück ist es nicht so ganz waghalsig. Es gibt ein Geländer zum Festhalten. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, nicht barrierefrei. Ja, liebe Leute, ich bin schon wieder auf dem Weg nach unten. Oben ist eine herrliche Aussicht, ein bisschen luftig, aber man kann wirklich total weit gucken. Ich hoffe, ihr habt das mit der Kamera ein bisschen für euch einfangen können. Aber da ist halt so viel los und wir unten auch, dass ich mal zusehe, dass ich mich auf dem Rückweg mache. Der oberste Stein, bzw. der höchste Stein mit dem Kreuz oben drauf, ist übrigens der Feldstein. Das ist ja schon eingangs erwähnt, die Bruchhausener Steine bestehen ja aus Vulkangestein. Ich finde ja ganz interessant, dass das so glatte Abbruchkanten gibt. Das sind immer so ganze Schichten, die wegplatzen, da sieht man das ja auch. Ein Hobby von mir ist ja auch Geocaching, also moderne Schnitzeljagd. Und wenn ich mir die Karte mit den Geocaches hier in der Umgebung angucke, heißt das für mich, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Da gibt es ja so einiges zu finden. Und hier gibt es auch wieder was zu sehen. Dann schauen wir mal zusammen, was wir hier erblicken. Auch wieder dieser Burgwall, wie er damals ausgesehen haben soll. Beziehungsweise der antike Torzugang. Und sowas hier bietet sich doch auch als Übernachtungsmöglichkeit an. Zum Schlafen reicht es allemal. Ich denke mal, das wird auch mal so genutzt zwischendurch. Ich habe mir gerade noch gedacht, jetzt so eine kleine Bank. Keine Rast machen, ein bisschen was essen. Komm, wie gerufen. Es gibt bestimmt sehr viele Rastplätze, die eine schöne Aussicht versprechen. Aber hier ist auch mal wirklich eine.
Wow. Im Film sieht es jetzt wahrscheinlich so aus, dass hier wenig los ist. Es sind ja kaum mal andere Menschen zu sehen. Es ist aber ganz das Gegenteil gewesen heute. Hier ist richtig viel los. Dafür, dass mitten in der Woche ist, hätte ich gar nicht mal gedacht. Ich möchte nicht wissen, was hier am Wochenende los ist. Aber ich versuche natürlich immer, möglichst wenig Menschen zu filmen. Nicht, weil ich so menschenscheu bin, sondern weil ich sie alle fragen müsste. Und da habe ich natürlich keine Lust zu. Was mal interessant wäre, was die alle sagen würden, wenn man da hingeht und die alle fragt. Da muss man die so unterschreiben lassen. Ich lasse das lieber. Ja, das finde ich spannend. Ich bin ja von der anderen Seite reingelaufen. Da gab es kein Kassenhäuschen. Da muss man also Eintritt zahlen. Da kann ich auch nichts für, aber dann wundert mich jetzt auch nicht, dass ich auf der anderen Seite keine Wegweiser hatte. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder für heute. Bleibt nur noch mich zu verabschieden. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, diese Tour, die ich bei Komoot gefunden habe, an dem Bruchhausener Stein hier zu wandern. Ausgangspunkt war ja das Europagolddorf Bruchhausen und dann die Runde an der Friedenskapelle vorbei, der Feuereiche, genau, nicht der Goldeiche, der Feuereiche, zu dem Bruchhausener Stein, oben auf den Feldstein, eine schöne Aussicht genossen. Ich bin total zufrieden, hat mir wirklich, wie gesagt, eine Menge Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn noch nicht hat, darf mein Kanal natürlich gerne auch abonnieren oder mir was in die Kommentare schreiben oder und mir was in die Kommentare schreiben. Das freut mich besonders, das zeigt mir, dass es euch gefallen hat. Also danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Sprobo. Tschüss.